Deutschlands Schlagerradio. Radio B2, Chefsache, Macher im Gespräch, herzlich willkommen. Mein Gast heute wurde am 2. April 1971 in Göttingen geboren. Sie ist Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin, gemodelt hat sie auch mal. Gesehen haben wir sie im Tatort Wolfsrevier oder im Film Männerhort. Ich begrüße Annabelle Mandeng. Hallo, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und warum hat sie gerade gelacht bei Model? Weil, hast du mir vorher gesagt, Mann, ich wurde lange Zeit immer vorgestellt als Schauspielerin und Model und irgendwie nervt das dann, oder? Das nervt irgendwann, ja. Ich werde ja jetzt 48 und das ist wirklich einfach lange her. Es ist ja 20 Jahre her, dass ich gemodelt habe. Es ist okay, ich sehe gerne gut aus, aber ich will nicht auf diesen Beruf irgendwie reduziert werden, weil das mache ich einfach nicht mehr. Naja, ich würde mir auch nicht anhören, dass ich gemodelt habe. Ich meine, habe ich nie, ja, aber du bist eine Sportskanone. Das hast du vielleicht aus der Modelzeit mitgebracht. Nee. Nee, das habe ich nicht. Ich bin tatsächlich, seitdem ich 3 Jahre alt war, aktive Sportlerin. Ja, also ich habe damals angefangen, so wie man das halt als Kleinkind macht, irgendwie mit Bodenturnen und so weiter. Mhm. Bin dann zur Leichtathletik gekommen, Basketball, Volleyball, Leistungssport betrieben. Insofern, das hat mich nie verlassen und jetzt bin ich Frequenzläuferin und mache Kraftkonditionstraining. Ein gemeinsamer Bekannter von uns, Markus Grun, der hat mal gesagt, die Frau ist eine Extremsportlerin, hart, hart wie Stahl. Im Gegensatz zu ihm? Wahrscheinlich. Ja. Nein, ich liebe Extremsportarten, aber ich bin keine Extremsportlerin. Ich glaube, das muss man schon differenzieren. Ich bin relativ moderat. Es erscheint nur für Menschen, die gar keinen Sport machen oder wenig Sport machen, immer noch sehr viel, weil ich halt 4 bis 6 Mal die Woche auf jeden Fall mir eine Stunde oder so für mich und meinen Körper nehme. Ich finde das gehört auch dazu für mich. Absolut. Annabelle Mandeng, Schauspielerin, Synchronsprecherin, Moderatorin, früher Model. das sage ich dann nicht mehr. Mein Gast hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Annabelle Mandeng, Schauspielerin in Berlin zu Hause, mein Gast hier bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, in Chefsache Macher im Gespräch. Annabelle, Mama Studienrätin, Papa Kameruner, wo haben die sich kennengelernt? Die haben sich in Karlsruhe kennengelernt beim Studium. Meine Mutter hatte ein Stipendium damals gehabt für Architektur, den da umgesattelt auf BWL. Mhm. Mein Vater war der erste Stipendiat in Deutschland aus Kamerun überhaupt und hatte dann hier seinen Doktor geschrieben in Wirtschaftswissenschaften. Und du hast eine bewegte Jugend hinter dir. Und wenn ich sage bewegt, also du warst sehr mobil. Du hast viele Länder gesehen. Geografisch bewegt, ja. Genau. Das stimmt. Ja, es waren sehr intensive Zeiten. Allerdings waren die eigentlich auf 2 Länder dann beschränkt oder begrenzt. Und zwar in Togo haben wir gelebt 2,5 Jahre. Das war 78 bis 80 und deswegen spreche ich auch Französisch. Mhm. Und meine Mutter hat für den Deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet. Meine Eltern haben sich früh geschieden. Und dann waren wir von 1986 bis 89 tatsächlich in Pakistan, in Lahore, wo ich den amerikanischen Highschool-Abschluss gemacht habe. Weswegen ich halt auch amerikanisches Englisch fließend spreche. Das sind die besten Nebenwirkungen dieser Auslandsaufenthalte. Genau, das Abitur quasi auch in Deutschland anerkannt, aber du bist für mich der Beweis. Es war nicht anerkannt, ich habe es in Deutschland, ich habe das deutsche Abitur nachgemacht. Ah, okay. Nee. Aber du bist für mich der lebende Beweis, dass man es auch ohne Studium weit bringen kann. Ja. Ich bin professionelle Autodidaktin, sag ich immer an dieser Stelle. Ich quasi auch. Aber das Interessante ist, weiß nicht, ob es dir mal so gegangen ist, mir hat man irgendwann mal gesagt, so mit Mitte 30, naja, das ist so ein Problem in ihrer Biografie. Ich sag, welches denn? Ja, also, sie sind schwer vermittelbar. Ja, warum denn? Ja, sie haben nicht studiert. Mhm. Hat sich das geändert mittlerweile? Was glaubst du so in der Wahrnehmung? Also ich glaube, die Wahrnehmung hat sich geändert. Ich glaube, also gerade auch durch die ganzen Internet-Influencer merkt man ja auch, dass Leute, die mit viel Biss und Verstand an eine Thematik rangehen, dass sie durchaus Anerkennung finden. Bei mir war das so, ich gehörte letztendlich zu der Generation, die dafür kämpfen musste, dass sie eben auf verschiedenen Bereichen unterwegs ist und dort auch gut sein kann. Also ich war immer parallel Schauspielerin und Moderatorin. Ich habe beide Berufe gleichzeitig angefangen und also beziehungsweise als Schauspielerin noch früher. Und bis heute führe ich auch beide Berufe parallel aus. Und das funktioniert auch. Ja, mit dem Schauspiel ging es los mit 18. Du bist, wenn ich mich recht entsinne, vor dem Staatstheater in Oldenburg angesprochen worden. Ja, das stimmt. Also die suchten die Juliette von Mephisto. Mhm. Als Film kennen wir das, glaube ich, alle mit Klaus-Maria Brandauer und das eben als Theaterstück. Und dann wurde ich zu einem, ganz klassisch zu einer Audition, also zu einem Vorsprechen eingeladen, habe den Test dann auch bestanden und
habe dann als 18-Jährige neben meinem Abitur am Theater gespielt. Ja, und dann konnte man dich sehen, manch einer wird sich vielleicht erinnern, da gab es bei Sat.1 die Reihe, die ja eine Show, die Spitzen, ne? Oder was? Fort Boyard. Ach, Fort Boyard, oh Gott, ja. Stimmt, da war ich mit Anfang 20, glaube ich. Ich war aber Fort Boyard. Abenteuer, ne? Ja, das ist ja letztendlich, für diejenigen, die es noch nicht im Fernsehen gesehen haben, das spielt eben auf dem Fort Boyard, was damals Napoleon tatsächlich gebaut hatte. Allerdings hat er so lange gebraucht, das liegt vor Bordeaux im Atlantik, so lange gebraucht, dass dann hinter die Schießscharten zu klein waren für die Kanonen, die dann en vogue waren. Insofern wurde das Ding geschlossen, war dann ein Gefängnis. Irgendwann hat es einen Zahnarzt gekauft und irgendwann eben die TV-Sender. Mhm. Und dort wird für jedes Land Fort Boyard aufgezeichnet, wo man in den verschiedenen Kammern dieses Forts auf erledigen muss. Ja, genau. Und da war ich dabei und es hat einen Riesenspaß gemacht und ich war dann nochmal dabei, ich glaube 12 Jahre später. Ich war jetzt zweimal oder dreimal schon bei Fort Boyard, also und ich hoffe, vielleicht dieses Jahr bin ich auch wieder dabei, mal gucken. Ja, ach so, ist das wieder geplant? Ja, das gibt's wieder, ja. Seit letztem Jahr. Okay, und interessant ist, wenn man sich so deinen Schauspielweg anschaut, ich habe viel recherchiert, vielleicht habe ich was übersehen, aber die Frau hat keinen Schauspielunterricht. Ich habe ich habe Schauspielunterricht, ich habe aber keine Schauspielschule besucht. Ne? Also ich war sehr lange bei Frank Betzel, das ist ein der auch Hannah Herzsprung zum Beispiel immer schon unterrichtet hat und der auch ein großartiges Team hat. Jetzt bin ich bei Lena Lessing, die ich wahnsinnig schätze, die mich für Berlin Alexanderplatz, den Kinofilm, den ich letztes Jahr abgedreht habe. Kommen wir gleich dazu, jedenfalls hat sie mich da unterrichtet. Ich habe mich immer weitergebildet, ich bin nur nicht den klassischen Weg gegangen, deswegen habe ich aber trotzdem die Ausbildung. Ja. Das heißt, ich habe nur einen anderen Zugang. Ja, ist interessant. Ja. Also gewissermaßen Autodidakt. Ja. Merit Becker ist ja auch so ein gutes Beispiel. Großartige Schauspielerin. Ja. Stieftochter von Otto Sander. Ja, mit dem ich auch mal gespielt habe. Merit Becker hat noch nie eine Schauspielschule von Ihnen gesehen. Ja, ich auch nicht. Leider. Also das Einzige, was ich bedauere, ich glaube, ich hätte wahnsinnig gerne Steppen und Fechten gelernt, weil ich glaube, das ist Teil des Unterrichts einer Schauspielschule. Und den habe ich jetzt nicht privat noch dazu genommen, aber alles andere habe ich durch. Ja, ich habe eine Steppdecke zu Hause. Das ist eine Steppdecke, immerhin. Annabel Mandeng, mein Gast bei Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Mein Gast bei Radio B2, Deutschlands Schlagerradio, in Chefsache-Macher im Gespräch ist eine tanzwütige Frau. Annabel Mandeng, Schauspielerin, Moderatorin. Auch, sagt sie. Ja. Was habe ich jetzt vergessen in der Aufzählung? Nee, tanzwütig stimmt. Ich bin halt sportlich und auch tanzwütig. Ja. Genau. Also ist für mich eigentlich etwas, was auch zusammengehört. Also ich glaube, man braucht ein sehr gutes Rhythmusgefühl, um auch wirklich eine gute Sportlerin zu sein. Um halt gewisses Timing auch zu erkennen und auch umsetzen zu können. Und das ist beim Tanz ja auch vornehmlich wichtig. Ja, aber weißt du, was ich krass finde? Ich habe zum Beispiel, was Rhythmusgefühl angeht, ich kann super auf Takt schneiden, ich kann dir sagen, das und das ist nicht im Takt und, aber ich krieg's nicht aufs Parkett. Ja, es gibt solche und solche. Also ich habe Tanzunterricht genommen vor großen Bällen und Veranstaltungen, wo ich dann angepflaumt wurde, meine Güte, jetzt reiß dich mal zusammen, du bist mir schon wieder auf die Füße getreten. Für mich ist das eher ein Fluch, Tanzen, schon als Kind. Ja. Oh, nee. Was bedeutet Tanz für dich? Ach, Tanz war immer schon Teil meines Lebens. Ich habe als Kind Ballettunterricht genommen. Ich war auch, glaube ich, talentiert genug, zumindest sagten das die Lehrer damals nur, sind wir dann nach Togo gegangen eben, als wir ins Ausland gegangen sind für 2 Jahre. Da gab es nicht die Möglichkeit. Und dann mit 11 wieder einzusteigen, da haben die gesagt, ist ja zu spät. Ich bin auch wahnsinnig groß geworden. Also ich bin ja jetzt 1,80, war schon als Kind sehr groß. Noch größer wird es. Insofern, noch größer war ich zum Glück nicht. Und deswegen habe ich immer noch trotzdem als Erwachsener auch Ballettunterricht genommen. Mhm. Ich habe Jazzunterricht genommen, ich habe auch Hip-Hop gemacht. Und ich war immer interessiert an Tanz und bin es bis heute. Und deswegen bin ich auch froh über das Format Tanzwelten, was ich für Dreisat umsetzen durfte. Genau. Ja. Begleitet mich. Dieses Format hat dich auch quer durch die Welt gebracht. Du warst in New York, du warst in Wien und in dieser Dokumentation, zwei Teile waren es, glaube ich. Zwei, ne? Teile. Genau. Ging es darum, wie Tänze entstanden sind, also die kulturgeschichtliche Entwicklung. Mhm. Was war für dich die größte Überraschung bei diesen Dreharbeiten, bei der Beschäftigung mit dem Thema? Oh, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Die 4 Tänze waren alle, also es waren 2 Sendungen, a 2 Tänze. Mhm. Und deswegen wurden auch... Also Wiener Walzer? Wiener Walzer und Swing.
Swing wurden gegenübergestellt und Flamenco und Capoeira. Ah, okay. Und bei Capoeira muss ich allerdings sagen, dass ich da von Anfang an, ich empfinde den nicht als Tanz, ich empfinde den als eine Sportart, die letztendlich Geschichten erzählt, aber es ist kein klassischer Tanz in dem Sinne. Es passt aber toll zu Flamenco, weil es eben halt auch ein sehr großes Temperament hat. Halt auch, Also ich war, glaube ich, am meisten erstaunt über Flamenco, weil ich gemerkt habe, dass den Flamenco, den wir hier in Deutschland kennen und mit dem Carmen und so, mit dem wir das assoziieren, die Bilder, die wir vor Augen haben, dass das sehr, sehr wenig zu tun hat mit dem ursprünglichen Flamenco. Ist das bei uns so theatralisch dargestellt? Es ist sehr theatralisch dargestellt, ja. Es ist sehr eingeschränkt dargestellt. Also tatsächlich, ich war in Sevilla, nun in der Wiege des Flamenco, und dort haben wir Menschen getroffen, die das sowohl im Sitzen tanzen, als auch wenn sie irgendwie mini klein sind, also Kinder, die das tanzen, viele Männer, die das tanzen, und zwar mit einer leichten und mit einer, also gar nicht dieses Strenge, was immer Klischee, diese Stolze, das hat es zwar, aber es ist auch viel, viel Spaß dahinter. Es wird in Kneipen getanzt, wird auf der Straße getanzt. Also es hat nicht, dass nur die Frau diesen Blumenstecker im Kopf hat und irgendwie diesen gepunkteten Umhang, sondern es ist einfach ein Tanz, der zum Leben dazugehört. Und wie tanzt man im Sitzen? Im Sitzen bewegt man die Füße. Tatsächlich sind die Füße mit das Wichtigste. Also ich habe La Chana getroffen, eine Ikone des Flamenco, die aus familiären Gründen lange Zeit von der Bildfläche verschwunden war und jetzt leider unter kaputten Knien leidet, ist schon ein paar und 70, die Frau. Und die sitzt und trommelt mit ihren Füßen aber den Rhythmus. Also das ist wirklich enorm. Also weil da dieses fast steppartige Tanzen, das kann sie, das beherrscht sie, ist wahnsinnig schnell. Und dazu klatscht sie eben. Und deswegen kann sie eigentlich alles liefern, was den Tanz ausmacht. Und jeder, der jetzt am Radio hört, die Frau kann tanzen, der Dumm kann nicht tanzen, wie kriegt man es denn hin? Gibt es so einen Tipp, wo du sagen kannst, Mann, so kriegt ihr vielleicht dann doch nochmal die Kurve? Ja, ich glaube, es gibt einen Tipp. Also es ist, ich sage es einfach, wie es ist. Tanzen ist wie Sex. Es geht darum, dass man sich auf den anderen einlässt. Okay. Es ist wirklich so. Und das heißt, das kann natürlich in verschiedenste Richtungen gehen, das ist vollkommen klar. Es kann halt sein, dass einer führt, der andere nicht. Ja. Umgekehrt oder dass beide gleich sind. Und so ist es beim Tanz eben auch. Okay. Und wer nicht tanzen kann, ist im Bett eine Pfeife, oder? Nein, ich glaube nur, dass es, ich glaube nur, dass das Aufeinander einlassen, es sagt schon etwas aus über jemanden. Das heißt nicht, dass er ein Rhythmusgefühl haben muss, sondern das heißt nur, dass er willens ist, mit einem Partner mitzutanzen, mitzugehen. Absolut, ja. Wann gehst du mit zu RTL zu Let's Dance? Ah, ich weiß nicht, ich hoffe bald. Ich habe da totale Lust drauf, auf dieses Format. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt. Ja, sozusagen. Also ich, man merkt schon bei der Auswahl der Gäste, wie aktuell sind die gerade. Ich bin ja jemand, die schon seit mittlerweile 25 Jahren im Geschäft bin, eher leise, glaube ich. Also ich bin halt niemand, der für wahnsinnige Skandale oder Piken oder so gesorgt hat. Ich bin aber halt immer noch dabei. Jetzt kommt aber ein Film und der wird vieles ändern. Und ich denke mal, dass spätestens dann. Genau, muss es kommen. Auf der Nase und rum. Über diesen Film Berlin Alexanderplatz unterhalten wir uns gleich mit Annabel Manding, Schauspielerin, mein Gast hier bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Annabel Manding, mein Gast bei Radio B2 in Chefsache, Macher im Gespräch, Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin. Wen hast du synchronisiert? Ich habe bei Orange is the New Black, diese Kultserie, da spreche ich von Netflix, genau, spreche ich die Adeola. Das ist eine Figur, die ist, glaube ich, jetzt zum Schluss in der sechsten Staffel, sechste, siebte, achte, ist sie eben dabei. Okay. Das ist eine feste Stimme, dann spreche ich den Kommentar für Northwood's Law, dann spreche ich für House Hunters bei TLC, das ist eine Dokumentationsreihe. Ich mache viel Dokumentation. Besetzen die dich bei Synchron auf farbige Schauspielerinnen? Auch, aber nicht nur. Ja. Also letztendlich ist es schon oft so, dass schwarze Schauspielerinnen eine relativ voluminöse Stimme haben und die habe ich eben auch. Ne? Und deswegen kann ich aber trotzdem, ich habe auch schon Asiaten gesprochen und ganz normal europäische, kaukasische Typen, da ist alles dabei. Und sprichst du dann im Synchron noch ein bisschen tiefer? Ganz drauf kommt ganz drauf an, was die wollen. Also ich habe schon, ich habe eine Comicstimme gesprochen bei die war dann so, ja, da haben wir aber, das war doch so super, dass wir das gemacht haben. So, also das ist ganz anders. So klingt es auch in Kreuzberg, ja. Ja, genau. Aber ich bin ja aus dem Prenzlberg. Ja, okay. Prenzlberg, witzig, sagen übrigens immer nur die Wessis. Mhm. Ja, der eigentliche Ost-Berliner, sagte mal Prenzlauer Berg. Ah ja. Ja, interessante Erkenntnis, ne? Ja. Trifft bei dir auch ich bin halt Wessi und wohne im Prenzlberg. Im
Ja. Am, hoffe ich. Wenn du im Berg wohnst, ist unangenehm. Ja, das stimmt auch. Berlin-Alexanderplatz, das Stichwort. Alfred Döblin, ein großartiges Buch, verfilmt in den 70er Jahren mit Günter Lamprecht in der Hauptrolle. Und Hanna Schigula und Hanna in Schigula, der Rolle, die ich jetzt genau gespielt habe. Und du bist jetzt quasi die Hanna Schigula im 21. Jahrhundert in Berlin-Alexanderplatz. Ihr habt das im vergangenen Jahr gedreht, von Mai bis Juli. Mhm. Erzähl uns ein bisschen über deine Rolle und wie das alles entstanden ist. Wie kamst du an diesen Film, zu dieser Rolle? Also man muss ja auch dazu sagen, dass der Film sowieso, der ist unheimlich schwergewichtig. Also der gehört eben zu den Weltromanen und ich fand das schon wahnsinnig toll, wie dicht das Drehbuch am Buch ist, obwohl es eben in der Jetztzeit, in der Gegenwart spielt. Also Bulan Kobani, der schon mit Wir sind jung, wir sind stark etliche Preise als Regisseur auch eingeheimst hat, zu Recht, der hat eben diesen Stoff, hat sich an diesen Stoff getraut und hat daraus etwas gemacht, was für das gesamte Ensemble einfach nur toll war. Also er hat das auch wahnsinnig toll besetzt. Jella Haase spielt mit, nun wirklich ein Jungstar seit Fuck You Goethe, keine Frage. Albrecht Schuch, ein wahnsinnig toller Theater- und Fernseh- und Filmschauspieler. Dann ist Joachim Krohl ist dabei, kennen glaube ich auch die meisten. Und Welkend Bungé ist eine Entdeckung aus Brasilien, den er eingesetzt hat in der Hauptrolle des Franz. Und ich durfte eben die Eva spielen, musste dafür 3 Castings durchlaufen, das heißt erst 2 E-Castings, ein E-Casting und 2 Live-Castings. Also E-Casting heißt, du wurdest gefilmt, aufgenommen, elektronisch genau, gefilmt. Elektronisch, genau, ein elektronisches Casting sozusagen, wo man dann letztendlich ein Video einschickt. Ein Live-Casting bedeutet eben, dass man dann den Regisseur und auch den Schauspieler, mit dem man dann die Szenen vielleicht spielen muss, dann live eben trifft. Und das habe ich dann auch 2-mal gemacht und das hat super geklappt. Aber sie haben auch etliche andere gecastet, so war es nicht. Also ich habe die dann durch meinen Typ, durch meine Spielart überzeugen können und was toll war. Also das war großartig. Ja, und ihr habt das, oder der Stoff wurde transportiert in die Gegenwart. Der Stoff wurde transportiert in die Gegenwart, bleibt aber ganz nah am Roman dran. Also wenn man den Roman kennt oder vielleicht jetzt auch aus Interesse noch lesen möchte, merkt man, und später den Film dann sieht im Vergleich, dann merkt man, dass die Figuren zwar schärfer umrissen sind und sehr, sehr viel von Erklärmomenten fehlen. Also es ist konzentriert schon auf die Essenz, wie es oft ist bei der Umsetzung von Büchern. Und meine Rolle Eva zum Beispiel war eigentlich eher eine Begleitperson. Sie steht aber jetzt für sich. Sie hat also niemanden, der sie zu Franz führt, sondern sie ist in sich geschlossen eine eigene Figur, ja, die für sich besteht. Und da hat also Bohdan Kurbani sehr genau hingeguckt, jeder Figur wirklich eine klare Kontur zu geben. Und das hat er fantastisch gemacht. Also es war für uns alle ein Vergnügen, diese Figuren zu spielen. Im Herbst im Kino. Im Herbst im Kino. Es ist von also dieser Kinofilm, der hat eben auch, was die Förderung angeht, das ist ja eine Koproduktion zwischen Deutschland und den Niederlanden, hat er auch ein sehr hohes Standing. Das heißt, was wir machen ist, wir schicken ihn nicht einfach in die Kinos, sondern wir gehen über die Filmfestivals. Also er ist jetzt eingereicht in Cannes und drückt die Daumen. Dann sind wir dann im Oktober in den deutschen Kinos und wären vorher in Cannes. Aber ja, es kann natürlich auch sein, kann sein, das kann nicht klappen. Was wir nicht hoffen. Und dann muss man nach Venedig gehen und dann gibt es halt gewisse Prozedere. Also der ist jetzt nicht einfach nur fürs Kino geplant, sondern das ist ein Film, der wird wirklich hoch dramaturgisch aufgebaut und dann möglicherweise, ich meine, Werk ohne Autor ist auch im Oktober gestartet, bewirbt sich in Hollywood um Oscars. Das wäre ja vielleicht auch nochmal angesichts des historischen Stoffes und der Adaption auch nochmal eine Vorlage. Ja. Du hast von diesen Castings gesprochen. Ich kann mir vorstellen, für dich als Schauspielerin ist die Luft relativ dünn, weil du bist eine große Frau, 1,80 Meter. Ja. Und es gibt gar nicht so viele große Schauspielerinnen. Wo ist es gibt nicht so viele große Schauspieler, darum geht es. Es geht nicht darum, dass die Frauen zu groß sind und dass die Männer zu klein sind. Das ist wirklich so. Das ist wirklich das Problem, ja. Das ist das Problem. Ah, okay. Ja, der Krohl zum Beispiel ist ja auch relativ klein, ne? Ja, der Krohl ist relativ klein, obwohl das geht noch. Also er wird, ich weiß nicht, wie Joachim stand vor mir, ich weiß es nicht, 1,75 oder so wird er schon sein. So, ne? Aber ich meine, so ein Tom Cruise mit knapp 1,70, der bestimmt das gesamte Set. Da muss man das gesamte Set anpassen. Til Schweiger, habe ich gedacht. Til Schweiger ist auch nicht besonders groß, aber er spielt damit. Das ist auch in Ordnung. Also es ist grundsätzlich so, dass Männer ein höheres Standing im Kino haben, die höheren Gagen haben als Frauen. Das ist einfach prinzipiell so. In der Gesellschaft, in über fast allen Bereichen. Überregional quasi. Ja. Ne? Und auch, dass Männer, die relativ klein sind und sich in einer anderen Form meinen, behaupten zu müssen, oft halt auch eher dem Schauspielberuf affin gegenüberstehen. Dass sie einfach diesen Profilierungsdrang haben und es auch gut können, auch lustig sind Anerkennung und so weiter. Danny DeVito zum Beispiel fällt mir da ein. Ja, Danny DeVito ist wirklich ein Extrem natürlich, ne, was Körpergröße angeht, aber Leute wie
fällt mir jetzt natürlich keiner ein. Tim Robbins zum Beispiel, der ist ja 1,95, ne? Der ist halt, oder Jeff Goldblum, der ist auch über 1,90. Ja. Ne? Ich hab Liam Neeson auf der Bühne gehabt, als ich mit Taken 3 habe ich die Premiere moderiert. Ja. Der ist auch 1,92 und da gibt es natürlich Ausnahmen, aber es sind eben Ausnahmen. Der Liam Neeson oder Goldblum, die würden sich sagen, also ich wünsche mir mal eine kleinere Schauspielerin an meiner Seite, nämlich die man denkt. Also so. Ja, genau, könnte sein. Was ist aus deiner Sicht das Standard-TV-Filmmaß für eine Frau? Oh, ich kann das glaube ich nicht so richtig beurteilen. Also dadurch, dass ich eben Quereinsteigerin bin, bedeutet das auch, dass ich natürlich auch nicht die klassischen Schritte durchlaufen bin. Ich bin jetzt nicht jemand, die irgendwie in irgendwelche Restaurants geht, um dort mit Regisseur und Produzent XY oder so zu dinieren, sondern ich muss wirklich über das Casting, über mein Talent nur alleine gehen und habe diese Kontakte. Ich kenne ein paar natürlich, aber die sind so um 1,70 sind die so. Für Frauen in deinem Alter, Schauspielerin, wird ja die Luft im Film oft dünn, im Sinne von, boah, krieg ich die Rollen, ich gehe auf die 50 zu, also du jetzt in diesem Fall. Ja. Du siehst nun, damit will ich jetzt hier nicht rumschleimen, aber deutlich jünger aus. Die Zuschauer können sich das bei YouTube auch nochmal anschauen oder sehen das jetzt gerade. Genau, das ist natürlich ein großer Vorteil. Liegt das daran, also dein das Jungs... Das ist jetzt ein Vorteil, ne? Ja, ja, genau, dass du so viel Sport machst oder ist das genetisch bedingt? Also es gibt sicherlich unterschiedlichste Gründe. Ich glaube, ich wollte nur einmal ganz kurz darauf eingehen, mit dem, dass die Luft dünn wird. Das stimmt, bei mir sind drei Sachen, die dazu kommen. Das ist eine, ich bin 1,80. Zweitens, ich bin Halbafrikanerin. Drittens, ich bin nicht niedlich. Ja, es kommt auch noch dazu. Ich habe eine tiefe Stimme, ich bin ein dominanter Typ, bin sehr athletisch und gehe eben auf die 50 zu. Also das kann man eigentlich nur, das ist eine Triple-Lose-Situation. Umso froher bin ich aber um die Rolle, weil diese Rolle, die ich gespielt habe bei Berlin-Alexanderplatz, Eva, zeigt aber halt auch, dass sich die Türen öffnen. Es verändert sich was in der Filmwelt. Auch eine Desiree Nosbusch hat sich nämlich für ihre Rolle bei Bad Banks, ich hatte sie auf der Bühne, weil ich eben den Preis der Deutschen Fernsehakademie, die habe ich moderiert. Und sie hat meine Hand festgehalten und die hat geheult, wirklich. Weil die hat ja dann auch noch den Fernsehpreis gewonnen, weil sie eben auch, sie ist 50, Ex-Moderatorin, auch relativ groß, kleiner als ich zwar, aber ist auch so 1,75, 76 oder sowas wird die sein. Und sie hat auch ganz klar gesagt, ich habe aufgegeben. Ich dachte, das kann nicht mehr gut gehen. Und sie und auch ich, wir haben jetzt irgendwie Rollen bekommen, wo man sagt, hey, es geht doch. Und Heike Makatsch geht's ja auch so, die geht auch das Alter zu. Es gibt schon ein paar, wo man merkt, ne, und jetzt sind aber coole Frauen Ende 40, sind aber en vogue und das merkt man. Und deswegen sage ich, endlich, jetzt ist aber Zeit. und die Makatsch kommt ja auch ins Kino mit Ich war noch niemals in New York, die großartige Verfilmung des Udo Jürgens Musicals. Ja. Annabelle Mandeng, mein Gast bei Radio B2. Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Annabelle Mandeng ist mein Gast bei Radio B2 in Chefsache Macher im Gespräch. Halbafrikanerin als farbige Künstlerin. Du hast ja schon mal gesagt, das ist ein Handicap oft gewesen in der Besetzung. Hast du Rassismus auch in deiner Jugend erlebt? Es geht so. Ich muss sagen, da ist meine Körpergröße von 1,80, abgesehen davon, dass ich wirklich sehr gutes Hochdeutsch spreche und auch noch eine sehr gute Schülerin war und auch noch eine sehr gute Sportlerin war, ist es eigentlich nicht vorgekommen, dass sie angepöbelt wurde. Also das ist schon, man hat eher so ein bisschen Abstand gehalten im Zweifel. Falls das vorgekommen war, das kann ich wirklich an einer Hand abzählen. Also es war dann eher mal so, du bist ja so schwarz, irgend so eine bescheuerte Bemerkung, wie ich auch gesagt habe, Entschuldigung, na und? Also deswegen, ich habe es auch nicht persönlich genommen. Es kränkt mich natürlich, ich finde es wahnsinnig engstirnig und ich finde es auch unheimlich traurig, dass Menschen meinen, sie müssten sich darauf berufen, dass jemand eine andere Hautfarbe hat. Ich meine, warum? Ne? Ja. Also das ist mir ein Rätsel, aber es ist nicht, ich bin nicht wirklich betroffen. Würdest du nachts in Berlin-Marzahn mit der S-Bahn fahren? Muss ich nachdenken. Ich glaube, nein. Was ich nie gemacht habe, ich habe mich nie solchen Situationen absichtlich ausgesetzt. Als ich in Pakistan gelebt habe, bin ich nicht nachts in die Altstadt gegangen. Ich fahre eben nicht nachts S-Bahn. Ich mache solche Sachen grundsätzlich. Ich finde auch schon, dass man auf sich aufpassen muss und dass man sich anders organisieren sollte. Nicht, weil man nicht das gute Recht hat, sich natürlich frei zu bewegen, sondern weil es nun mal Menschen dort draußen gibt, denen das furzegal ist und die dich einfach angreifen aus Spaß an der Freude. Ja. Und das versuche ich durchaus klug zu umschiffen. Ich habe dich im vergangenen Jahr gesehen bei Sandra Maischberger in einer Talkshow und da hast du, wie ich finde, für mich einen beeindruckenden Satz gesagt, nämlich,
Neger ist kein Schimpfwort. Mhm. Ich habe gedacht, wenn ich als Weißer das sagen würde, boah, da würden die alle auf mich einschlagen. Ach, die haben so auch schon auf mich eingeschlagen zum Schluss. Aber du hast das gesagt und du kannst das auch sagen, weil du eben halb Afrikanerin bist. Du hast aber eine schöne Begründung gehabt, erklär sie uns. Es ist sprachwissenschaftlich betrachtet ein Wort, was nur den Terminus schwarz bedeutet. Mehr nicht. Negro, genau. Ja, Negroid bedeutet schwarz. Neger ist davon abgeleitet. Nigger ist ein Schimpfwort, kommt aus der Sklaverei. Ist was ganz anderes, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber Neger an und für sich hat mittlerweile die Behaftung durch die gesellschaftspolitische Entwicklung. Aber es ist grundsätzlich kein Schimpfwort. Es ist halt so. Es ist historisch betrachtet, ist es halt so. Ich meine, ich habe nichts gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht. Ja. Ich habe einfach nur einen Fakt genannt. Und wenn zu dir jemand sagt, du bist ein Neger. Das ist mir auch schon vorgekommen, natürlich. Und dann sagst du, okay, der meint nur, ich bin schwarzer. Weil das es ist kommt darauf an, wer es sagt. Es ist ja deswegen, es ist ein Wort, was natürlich auch missbraucht wurde und immer noch missbraucht wird. Es ist was anderes, wenn mich eine 90-jährige Omi, du bist aber eine süße Negerin, mich anspricht, weil sie es aus ihrer Historie einfach so kennt. Dann ist das natürlich in Ordnung. Ich würde ihr allerdings sagen, für mich ist das okay, aber ich würde dir doch raten, wenn du das nächste Mal in der S-Bahn sitzt und einen süßen, irgendwie kleinen schwarzen Jungen sitzt, dass du es nicht sagst. Ja, ist nicht so schlau. Ist der Negerkuss eine Diskriminierung? Ich meine nein. Also da habe ich mich ja auch lange bei Maischberger mit auseinandergesetzt. Ich glaube, dass die Veränderung von Worten in der Zukunft, dass es schwierig ist. Also ich kann schon verstehen, dass man sagt, wenn jetzt neue Bücher geschrieben werden, nicht gedruckt, geschrieben werden, neue Süßigkeiten entwickelt werden, dass man da darauf achtet, einen politisch korrekten Terminus zu finden. Aber dass diejenigen, die eben eine Historie haben, die aus Unschuld diesen Terminus benutzt haben, dann muss man es auch so stehen lassen. Ich meine, da war ja die Frage, ob man Pipi Langstrumpf und 10 kleine Negerlein umschreibt. Genau. Würde ich sagen, nein. Weil es muss doch auch jeder wissen, woher er kommt. Wir dürfen doch unsere Geschichte nicht verleugnen. Und deswegen bin ich ein Verfechter davon, dass man das zwar relativiert, aber dass man durchaus zu der Historie steht. Annabel Mandeng bei Radio B2. Deutschlands Schlagerradio. Hier ist Radio B2, Deutschlands Schlagerradio. Chefsache, Macher im Gespräch. Die Chefin hier heute ist ihre... Schön wär's. Du bist deine eigene Chefin. Annabel Mandeng, Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin. Du hast, also bei YouTube kann man das gut erkennen, wie du gekleidet bist. Ein Shirt, darunter irgendein anderes Shirt, vermutlich mit Kragen, also warm angezogen, obwohl wir haben hier geheizt. Ja. Was man natürlich nicht sieht, ist, du bist tätowiert. Ja. Und du hast dir Flügel tätowieren lassen. Hinten, ja, man sieht sie von vorne auch nicht. Genau. Ja. Du müsstest dich mal umdrehen. Müsste mich umdrehen, aber ich bin ja angezogen. Genau. Warum diese Flügel, diese Engelflügel? Ja, also, es sind keine Engelsflügel, es wird tatsächlich so interpretiert. Es sind eigentlich Vogelschwingen, die ich mir deswegen habe tätowieren lassen, weil ich so viele Unfälle überlebt habe, tatsächlich eine Operation überstanden habe, dass ich dann gesagt habe, wenn ich das Dutzend voll bekomme, dann lasse ich mir für mich dieses persönliche Überlebenssymbol, denn wenn ich fliege, bin ich am Leben, auf meinen Rücken tätowieren. Und das habe ich geschafft insofern. Und da war alles dabei. Also Armbruch, ich habe Stangen im Rücken, der ist halt verschraubt mit 2 Stangen, mit 7 Titanschrauben. 7 Titanschrauben. Mein linker Arm ist stark behindert, weil der zertrümmert war bei einem Autounfall. Ich habe Abzesse im Hals gehabt, ich habe was überstanden. Also vom Auto überfahren, Rutschen gefallen. Genau, also, genau. Du hast alles hinter, Nahtoderfahrung. Ja. Man könnte ja fast glauben, die man denkt, die hat das Schicksal so stark herausgefordert, die sollte mal gut auf sich aufpassen. Könnte man meinen, ne? Nee, aber das ist, gut, es waren halt Unfälle oder Operationen, das ist halt passiert. Und ich meine, dadurch, dass ich auch so groß bin, halt 1,80 groß. Und ich bin in einem Sommer wirklich geschossen und hatte aber einen angeborenen Schiefstand der Hüfte. Nicht doll, nur 1 Zentimeter, aber hat dazu geführt, dass die Wirbelsäule quasi ausgewichen ist. Und zwar so stark, dass ich mit Mitte 30 im Rollstuhl gesessen hätte. Insofern habe ich so viel Sport gemacht, dass ich den Rückenstrecker, den Muskel, der rechts und links von der Wirbelsäule entlangläuft, so gekräftigt habe, dass ich nach der Operation aufstehen konnte und alles machen kann, obwohl ich natürlich eine gewisse Einschränkung habe. Und das liegt einfach daran, dass ich das nicht eingesehen habe, dass ich von äußeren Umständen abgehalten werde davon, was ich mag. Und es mich zu bewegen. Ja, das ist gut. Ich habe noch ein paar Halbsätze für dich, die du bitte vervollständigst. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn? Wenn ich die Wohnung putze. Das heißt selten, oder? Nee, so selten ist das nicht. Das war frech, ne? Ja, genau. Meine größte Niederlage. Oh.
Basketball-Endturnier an der amerikanischen Schule in Indien, in Neu-Delhi. Da habe ich den letzten Korb nicht reinbekommen und dementsprechend haben wir dann einen Punkt hinten gesessen und den zweiten Platz belegt. Und dann haben die wahrscheinlich gesagt, Mensch, jetzt bist du schon die Größte. Und dann das. Das, genau. Meine Schwäche ist? Meine Schwäche ist Ungeduld, glaube ich, vielleicht. Also ich weiß es nicht. Also es ist, ich glaube, ich habe viele Schwächen. Ja. Und ich versuche daraus zu lernen. Also ich kann sehr, sehr aufbrausend sein. Ich bin gegenüber von Ungerechtigkeiten. Wenn Leuten was Schlimmes widerfährt, wenn Leute schlecht behandelt werden, das kann ich nicht ab, dann mische ich mich ein. Ja. Also ich bin nur wahnsinnig sensibel, was das angeht und ich kann das überhaupt nicht ab. Und deswegen, ich glaube aber, dass ich mit meinen Schwächen ganz gut umgehen kann mittlerweile, weil ich sie halt kenne. Genau. Und weil ich sie auch zulasse. Und du betest jeden Abend, lieber Gott, gib mir Geduld. Aber bitte sofort. Aber bitte sofort, genau. Nein, ich glaube, das mache ich schon, dass ich dann an gewissen Stellen, wo man wirklich nichts ändern kann, im Stau zum Beispiel, bin ich total geduldig. Sehr gut. Meine Geburtsstadt Göttingen, was verbindet dich noch damit? Nix. Ich war mini klein. Ich wurde dort geboren und dann haben wir die Stadt verlassen. Meine Eltern sind dann damals in den Norden gezogen von Deutschland. Da war ich irgendwie ein halbes Jahr alt. Ich habe da keine Erinnerung dran. Annabelle Mandeng, Schauspielerin, Moderatorin, Synchronsprecherin, bald zu sehen auf der Kinoleinwand in Berlin, Alexanderplatz, eine deutsch-niederländische Koproduktion. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß beim Sport. Pass nur auf dich auf. Immer. Tschüss. Danke. Tschüss. Deutschlands Schlagerradio.